Wolfgang Hack, Sie sind Nachtwächter. Jetzt hatten damals die Nachtwächter von Steyr nicht so unbedingt das höchste, beste Ansehen. Sie waren so quasi die Polizisten, die Aufpasser. Heute fällt dem Nachtwächter ein beliebteres Ansehen zu. Was sind so Ihre Aufgaben in Steyr als Nachtwächter? Ja, jetzt sind die Aufgaben, den Gästen die Stadt in einer sicheren Umgebung zu zeigen, sie sicher durch die Stadt, durch die Gassen zu begleiten, den Turm zu besteigen, herunterzublasen und einfach die Schönheiten zu vermitteln. Welche sind denn die Schönheiten, die eigentlich dem Touristen oder den Besuchern der Führungen eigentlich am meisten auffallen? Wo machen Sie die größten Augen? Naja, es ist einerseits die wunderschönen alten Häuser, die durchwegs aus der Gotik sind, also zeigen vom einstigen Reichtum der Stadt und dann auch das Wasser, der Zusammenfluss von Enns und Steyr, die beide Trinkwasserqualität haben. Das beeindruckt vor allem die ausländischen Gäste unheimlich. Wolfgang Hack, wenn Sie jetzt quasi Steyr mit drei Eigenschaftsworten beschreiben würden, was käme dabei vor? Die schönste Stadt für mich der Welt. Wir haben hier in Steyr das höchste Einkommen von Österreich. Wir sind eine grüne Stadt, also es ist einfach perfekt, hier zu wohnen, zu leben, aber auch zu arbeiten. Besten Dank. Das ist der Kasper, der ärgert den Nachtwächter. Der hat einen ganz lauen Hals, einen dreckigen und einen fleckigen. Der ärgert den Nachtwächter. Und so werden die Figuren bewegt. Oder wie viel? Die stehen alle in gebückter Haltung da. Runter. Ja, nee, warte. Ja. Aber ich meine, das ist ja meine Sponsor. Ich das so ja. Grüß euch. Gut, meine Leute. Ich war neulich mit Chinesen herinnen und mit Japanern. Wir versuchen jetzt ein bisschen verstärkt da Kontakte zu knüpfen, sagen wir es einmal so. Die sind von solchen Dingen total begeistert, aber sie kennen es nicht. Das ist der Herr Direktor. Wir danken für den lieben Besuch und wünschen noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen. Aber die sind alle irgendwo beweglich, ne?